Und damit ein herzliches Willkommen hier aus Baffin-Couchon, einer sehr geilen Strecke. Heute steht auch der nächste Sprint an in unserer F1 23. Meine Teamkarriere, wir sind immer noch in Season 3 mit unserem Audi-Team und ich peile heute wahrscheinlich eher nur die Punkte an, denn wir müssen von ganz hinten starten. Unser Motor ist komplett down und wir müssen ja eine Last-to-First-Challenge heute wagen. Hier haben wir Belgien, 7.004 Meter. 19 Kurven und an sich auch 2 DRS und gut zu überholen, macht richtig Spaß. Ich liebe diese Strecke, sie ist echt genial und ich werde heute wieder alles geben, um die bestmöglichen Punkte zu holen. Doch ja, natürlich ist die Erwartungshaltung nicht so groß, weil man weiß, man startet von ganz hinten und es wird halt, ja, schwierig werden. Let's go, Regen im Qualifying. Es ist nicht unser letzter Run, doch es ist unser bester Run. Hier geht's in Lasus rein und ja, da okay rausgekommen. TSC-Mittel, weswegen ich auch manchmal vielleicht ein bisschen herumrutsche. Ich probiere es wieder mal aus. Die letzten zwei, drei Rennen habe ich schon immer wieder ab und zu probiert. Und da müssen wir halt wirklich jetzt mal gucken. Ich möchte wirklich jetzt wieder auf TSC-Mittel auf ein bisschen mehr fahrerisches Skill setzen. Abonniert gerne kostenlos den Channel, falls ihr mich auf diesem Weg begleiten wollt. Würde ich mich auch gerne über einen Daumen hier oben freuen, falls mir meine Videos gefallen. Hier geht es jetzt drauf in die Kurve, die Max Verstappen bei seinem E-Sports-Rennen abgekürzt hat, um seinen Teamkollegen oder seinen Widersacher rauszuwerfen. Schaut auch gerne auf TikTok und Instagram vorbei, Links mal alle unten in der Bio. Wir starten, wir gehen jetzt hier weiter. Oh, da komme ich weit neben die Strecke. Die nächste Kurve weiß ich ja von Lance Stroll und noch einigen anderen. Die ist wirklich schwierig im Regen zu fahren. Und wir rutschen da tatsächlich unfassbar weit neben die Mauer. Gott sei Dank ist bei uns noch kein Kies. Und wir können hier, ja, nur mit dem Schreck davon kommen. Es ist wirklich schwierig, Leute. Also wenn ich da einfach mal neben die Strecke komme. Ich weiß, es hätte vielleicht hier Track Limits geben müssen. Aber in der Kurve vorhin gab es sowieso keine. Also da gab es sowieso kein Zeitgewinn, irgendwie neben die Strecke zu kommen. Jetzt geht es in den letzten Sektor. Den kann ich eigentlich gut. Aber unser Auto hier, den gefällt es nicht so richtig im Regen. Oh mein Gott, mit so einem Oversteer hier in die Kurve rein. Und wir gehen in den letzten Sektor und in die letzten paar Kurven. Blanchiment steht jetzt an, doppellängs, geile Passage wirklich. Also diese Kurve hat es in sich, denn ich finde dies wirklich eine der besten. Charles Leclerc auf 1. Letzte Kurve, ein bisschen spät gebremst. Das ist aber, glaube ich, auch okay noch für Busstop. Und los raus hier, wo wir die Uhr stehen bleiben. Es ist der zweite Platz, aber der Abstand ist wirklich schon. Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Der Wissenschaftler, Tsunoda, Perez, Hülkenberg, Sainz, Norris, Russell, Bottas, Gasly, Liam Lawson, Hamilton, Stroll, Ocon, Oscar Piastri, Doohan, Joe, Sargent, Albon, Magnussen und Nick. Let's go, wir sind jetzt hier im Sprint drinnen in Belgien. Wir sind der dritte Platz, hat hier tatsächlich gereicht. Natürlich ist ein bisschen der Zeitunterschied von über eine Sekunde zu Max Verstappen. Grausam, da kommt es zur Berührung zwischen Verstappen und ja, Leclerc und ich war hier wieder in Leclerc. Das ist klar. Ja, nicht mal hier mit ERS sind wir schneller wie Verstappen. Es ist wirklich grausam, wie langsam unser Auto hier ist. Ja, hier Rouge, darauf gerade Lyon, wir saugen uns hier an Max dran. Ich weiß nur nicht ganz genau, wo wir ihn überholen sollen, denn auf der Geraden, da fehlt uns, glaube ich, an 30 km/h gefühlt. Vorerst übernehmen wir hier jetzt mal die Führung im Sprint von Belgien. Ob das Ganze so bleiben wird, bin ich mir natürlich nicht ganz sicher. Aber eins ist fix, wir führen hier wieder mal ein Rennen an. Auch wenn es nur der Sprint ist, ist es trotzdem unfassbar. So, da laun. Ja, Max sieht ja schon, will schon hier innen vorbeigehen und da hält man normalerweise nicht drauf, aber sein Auto ist halt wirklich so überlegen. Wir können hier gerade noch so, er kontert hier und geht hier einfach mal außen an uns vorbei und fast der Nächste, der Ferrari, der drückt auch schon an. Es ist halt nicht einfach unser Auto, also das macht wirklich keinen Spaß, wenn du dich mit allen wehren musst, was du hast und dann trotzdem irgendwie
kaum vom Fleck kommst. Max Verstappen jetzt hier schon auf und da vorne 1,1 Sekunden. Aber auch Checo, der ist nah dran. Leclerc und Sainz, die sind direkt dahinter. Die wollen natürlich die Nutzen. Ist das eigentlich bekommen kann, die Errors und nichts. Unser Motor hat 84%, wie gesagt, der wird nach dem Sprint ausgetauscht, weil ich mir einfach dachte, das ist eine gute Idee. Rückblickend, ja. Ich meine, ich hatte nichts zu verlieren. Ich weiß, ich muss vom letzten Platz an den Start gehen. Und ja, ich hätte vielleicht für den Sprint schon die Teile montieren können, aber das wollte ich auch nicht. Ja, wir probieren es. Vielleicht schaffen wir irgendwie so zweiten, dritten Platz. Das wäre schon wirklich top. Und den brauchen wir auch, denn unsere Punkte sind aktuell wirklich nicht gerade berauschend. Da würde schon helfen, wenn wir jetzt mal so ein paar Punkte mehr holen würden, wie Charles Leclerc, also unser größter Widersacher, beziehungsweise der zieht uns ja aktuell ein bisschen in der Weltmeisterschaft ab und wir sollten da wirklich, ja, schon langsam aber sicher mal in Richtung ihn gucken. Ich weiß, da sollten aber auch das ein oder andere Mal mit Strafen austauschen. Wir müssen jetzt noch einmal die Strafen aktivieren, dann haben wir wirklich in der zweiten Saisonhälfte müssen wir kaum mehr irgendwie was austauschen. Es ist halt immer dumm, diese Strategien, austauschen. Das macht halt auch wirklich wenig Spaß, wenn du dir das so durch den Kopf gehen lässt. Und ja, da gucken wir uns den Start noch einmal an. Und eins ist auf jeden Fall zu sehen, Verstappen deckt hier wirklich hardcore Leclerc ab. Und ja, ich konnte mich natürlich nicht in Luft auflösen. Wie die Berührung kam, ist Verstappen dann richtig reingezogen und wollte halt dann innen uns abdecken. Und da waren halt wir schon da und ja, manche von euch werden es vermutlich nicht verstehen, wie es da wieder zur Berührung kam. Aber es ist halt da wirklich typisch, wenn du das so siehst. So, hier, das war dieser Overtake von ihm. Wir waren hier zwar noch eigentlich in der besseren Ausgangslage, er ist aber beim Anbremsen ja viel später noch wie wir an die Bremse gegangen. Da bin ich von der Ideallinie ab, um ihn innen nicht irgendwie so zu blockieren. Wir konnten uns hier gerade noch so gegen den Ferrari durchsetzen, aber natürlich optimal ist das alles nicht. Checo Perez jetzt hier in der dritten Runde, der drückt uns jetzt ja auch schon ordentlich an. Wir müssen mindestens Zweiter oder Dritter werden, aber das scheint mir heute unmöglich zu werden. Wir haben noch die vierte und die fünfte und wir haben noch zweimal Rouge, diese riesen DRS-Zone. In der auf Startenziel ist es egal, da wird uns nie jemand irgendwie angreifen, aber gerade so Rouge rauf, da wird es wirklich schwierig werden, uns da vorne zu halten. Ich hoffe natürlich, aber ja, das ist, mal schauen. Ich fahre natürlich auch nicht optimal, ich weiß, ich merke halt auch diesen Hardcore-Druck von hinten, das ist Perez, Leclerc, Sainz, das sind halt alles Piloten und auch Autos, die wesentlich schneller sind wie wir und jetzt wird es hier, ja, Perez drückt jetzt hier an, jetzt quetscht er sich hier durch, ja, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er hier wirklich da reingeht, anscheinend war unser Exit wirklich so grottig, da konnten wir uns gerade noch so wehren, es wird aber jetzt wirklich immer brenzlicher und jetzt hält er sogar hier ein Bus-Stop rein, obwohl wir eine komplette Autolänge vorne waren. Also was diese Scheißaktion sollte, ich habe keine Ahnung. Dennoch, ja, wird es jetzt wieder hier zur Odyssee werden. Ja, da bremse ich viel zu spät. Die Reifen sind doch nicht mehr da. 4/10 sind es da jetzt nur noch zu Perez. Ja, es sind jetzt sogar 5 geworden, mal kurz. Aber ja, das wird, glaube ich, unmöglich werden, den jetzt hinten zu halten. Bei 7% ERS, da kann ich jetzt doch spät moven, was Zeug hält, ist es halt wirklich ein Wahnsinn. Was für eine unfassbare Spaceship-Pace, die hier haben. Da kann ich kaum mithalten. Und ich kann auch nicht mithalten. Also nicht nur kaum, es ist unmöglich, hier mit diesen overpowerten Red Bulls mitzuhalten. Es ist unmöglich. Yo, habt ihr es gesehen? Da ist Leclerc einfach fett von Sainz abgeräumt worden. Ich habe das im Rückspiegel gesehen. Der ist da weitergefahren und Sainz einfach innen ungeniert durchgefahren. Wir gucken uns jetzt hier mal an und das ist vermutlich auch eines der größten Probleme, weswegen wir hier wirklich aufgefressen werden. Es ist unser rauchendes Heck und ja, da gibt es ein paar Bumper-Moves. Das wollte ich aber so ehrlich gesagt nicht. Also es ist halt wirklich schwierig, das kaum zu sehen. Ich habe zwar den Rückspiegel und so,
ab. Oh mein Gott, okay, das war sehr dirty. Also Gott sei Dank habe ich das nicht mehr viel irgendwie gemacht, denn unser Mutter, der pfeift aus dem letzten Loch. Wir müssen hier irgendwas machen. Es ist die letzte Chance für Charles Leclerc. Der wird uns... Na okay, es gibt noch drei Chancen. Jetzt Blanchiment, dann Rouge und nochmal Blanchiment. Und der kommt ja angeschossen. Ich habe zwar 30% IRS, aber das wird mir jetzt auf lange Dauer auch nicht viel helfen. Da sticht innen der Leclerc schon mal rein. Wir lassen jetzt hier Platz. Auch wenn ich es nicht ganz verstehen kann, warum die so... Ja, an so dummen Stellen teilweise reinhalten, das macht für mich nicht viel Sinn. Also wenn ich in der Kurve irgendwie da reinbremse, du verlierst meistens und wer bremst, verliert, ist ja eigentlich ein gutes Motto, aber ja, das macht für mich jetzt sehr, sehr wenig Sinn, dass der da überall drauf hält. Jetzt hierauf, letztes Mal, wir haben knapp eine Sekunde gehabt, jetzt ist es eine Zehntel zu Charles Leclerc, wir bleiben hier innen und es reicht, wir gehen hier in den Bus-Stop rein. Es war wahrscheinlich der dirtieste Sprint, den ich jemals gefahren habe, mit Abdecken und so weiter, aber es ging, glaube ich, nicht viel besser. Unser Auto einfach heute unterlegen, aber wie unterlegen? Aber Herr Sergio Perez gewinnt, Sergio Perez wird Driver der Max Verstappen gewinnen. Wir gucken uns mal die jetzige Startaufstellung an. Es wird. Länder. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Sainz, Russell, Bottas, Hülkenberg, Stroll, Tsunoda, Norris, Gasly, Ocon, Liam Lawson, Sargent, Albon, Joe, Hamilton, Doohan, De Vries, Magnussen, Oscar Piastri und der Wissenschaftler. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Stefan Römer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du... So, 22 Plätze plus, ich habe nämlich später ausgetauscht, Alexander Albon hat noch mehr ausgetauscht, let's go, hier Sprint ist vorbei, Rennen Belgien, letzter Platz, warum starte ich nicht mit Geld? Das ist eine, ja, eigentlich interessante Frage, wir starten hier immer noch auf Schwierigkeit 95, aber ich habe einfach keine Ahnung, warum die KI teilweise wirklich so grottig ist, liegt für mich vielleicht auch an den Leuten, die dazwischen immer wieder mit Gelb starten, wir kommen hier eigentlich gut raus, nur ein kleiner Rutscher, dennoch, es ist P15, 7 Plätze konnten wir in diesen Start getummelt und Turn 1 aufholen. Lawson sollte auch drin sein. Der wir sollte auch ab 2025 in der Formel 1 fahren. Da freue ich mich auch schon drauf. Jetzt geht es hier den langen Weg in Richtung keine Ahnung wie diese Pass heißt. Egal. Und da wird es eng vorne. Zwischen Logan Sargeant, Pierre Gasly, Lando Norris und Albon und noch einer. Aber Albon ist P22? Warum ist Albon hier mitten hinten? Warum ist P22 hinter P13? Da stelle ich mir tatsächlich richtig. Was? Er wird nicht mal angezeigt, aber warum fährt er hier mitten dabei? Das macht für mich sehr wenig Sinn, oder? Also, das ist wirklich interessant. Pierre Gasly jetzt an Logan Sargeant dran, da müssen wir aufpassen. Denn vielleicht können wir da unseren Profit rausschlagen und auch gleich irgendwie einen der beiden überholen. Vielleicht auch beide, wenn es dumm läuft für beide. Bis jetzt würde ich mal sagen, war unser Start echt toll. Wir konnten, 8 Plätze, nicht nur 7, 8 Plätze aufholen. Der Exit war jetzt eher semi-gut. Warum bin ich mit den roten Reifen gestartet? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich dachte mir, wenn ich mit dem gelben Start, werde ich am Start verhungern und gar zum Schluss auch ewig fahren müssen. Also das macht für mich auch wenig Sinn. Und Sargeant bremst hier verdammt früh, lässt eine Lücke und wir können hier wirklich ganz spät in Bus-Stop reingehen. Beide auf einmal wohnen, müssen hier ein bisschen neben die Strecke gehen. Da gibt es natürlich auch berechtigte Verwarnung, denn ich habe mir hier die Streckenbegrenzung zunichte gemacht. Ich bin einfach viel zu aggressiv hier an die Bremse gegangen. Hier konnten wir tatsächlich in Turn 1 den guten Logan überholen und den Ocon überholen. Mit dem habe ich gar nicht zu gerechnet. Wir kratzen hier bereits am ersten Punkt. Es läuft P13
viel besser, als ich mir das jemals erwartet hätte. Das Traurige natürlich, wir müssten jetzt Lando Norris aus dem Punkt rauswerfen. Ich hoffe natürlich, dass der da trotzdem noch ein bisschen so, ja, den Faden findet, keine Ahnung, wie man sagt, und irgendwie trotzdem Punkte holen kann. Vor uns könnte es nochmal interessant werden, denn da hat sich eine Vierergruppe gebildet und das wäre dann wirklich all in all der sechste Platz, den ich mir auch tatsächlich wünschen würde. Oh, da waren wir fett neben der Strecke und direkt das Heck gekommen. Jetzt gucken wir uns also mal das Startprozedere an oder keine Ahnung, wie man sagt, also diese Startsache. Und eins ist zu sehen, Perez hatte einen grottigen Start, der ist da direkt von zwei aufgefressen worden. Und wir konnten hier wirklich easy, smooth in die erste Kurve reingehen, haben leicht mit dem Hinterreifen die Maut schiert. Dennoch blieb es alles sehr freundlich und bei Urushrov nach Radillon hatten wir so viel Überschuss, dass ich da wirklich tatsächlich mich an Liam Lawson dran saugen konnte. Zuerst links und dann rechts vorbei. Ebenso in Runde Nummer 1, das war dann das Manöver gegen, wer ist das überhaupt, Albon? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt hier, genau, da kommt dieses letzte, oh mein Gott, Manöver gegen den Alpine, also gegen Gasly und gegen Logan. Das Ding ist halt, natürlich bin ich froh, dass Sargeant vor Gasly war, denn so hat er den einen, also so hat er Gasly eingebremst und wir konnten hier einfach mal an beiden vorbeigehen. Aber auch warum Sargeant hier so früh bremst, dies, ja, ich habe keine Ahnung. Also das macht für mich wenig Sinn. Ich musste die Lenkung aufmachen. Aber ehrlich gesagt war es nicht nur, weil ich die Kurve nicht errannt habe, sondern auch, weil ich Angst hatte, dass irgendwie Sargeant draufhält. Jetzt hier den Berg rauf. Es geht bereits um Platz Nummer 8. Ich habe Yuki mittlerweile überholt. Jetzt im Windschatten hier an Nico Hülkenberg vorbei. Das ist top, Leute. Das sind aktuell schon mal 4 Punkte. Und mit so viel habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte mir, vielleicht werden wir 10. oder 9. Aber dass wir 8. und das nach 3 Runden sind, das finde ich wirklich toll. Bottas und Stroll, die werden eine harte Nuss werden. Denn ich denke mal, dass sie sich nicht in den Weg stehen werden. Denn so dumm sind sie nicht. Und wir müssen hier tatsächlich jetzt entweder die Pace anziehen oder dann doch auf unsere Strategie hoffen, dass wir eventuell früher oder später reinkommen als die beiden Jungs. Doch bei 15 Runden wird es schwierig werden, die Strecke frisst wirklich die Reifen und ja, die spannendste Phase des Rennens ist vorbei, jetzt müssen wir tatsächlich, ja, das war top natürlich. Jetzt müssen wir tatsächlich hier so ein bisschen hold the position machen und ja, uns langsam, aber sicher an hoffentlich an Bottas und Stroll dran saugen. Die sind aber auch schon weit weg von der Mittelspitze, würde ich mal sagen. Und die Mittelspitze ist dann auch schon wieder etwas weiter weg von der reellen Spitze, die gebildet wird von beiden Red Bull und beiden Ferraris. Wir gehen hier aus der letzten Kurve aus, diesmal ein bisschen sauberer, sind nur noch 1,3 Sekunden zu Valtteri Bottas. Wir machen wieder eine persönlich schnellste Rennrunde. Die jucken mich aber nicht, denn ich will unbedingt die beiden hier aufholen, wenigstens einen davon. Der 7. wäre natürlich noch besser. Es ist natürlich klar, ich habe gesagt, der 8. ist toll und top und so. Aber ist klar, wenn ich noch einen Platz besser machen könnte, wäre das natürlich noch viel besser. Jetzt hier ruhig rauf, 4. Runde. Aber ich merke auch schon langsam, dass die Reifen nicht mehr top sind, würde ich mal sagen. Wo ich das DS herbekommen habe, ich habe keine Ahnung. Jetzt fighten die beiden sogar noch. Also, Mann, macht mir doch das Geschenk. Aber die machen es mir nicht. Das ist Runde Nummer 6. 8 sogar. Nein, 6. Es ist Runde Nummer 6. Und ja, mein Auto ist ordentlich hier am Struggeln. Wir rutschen schon ein bisschen durch die Kurven durch. Aber ohnehin konnte ich ein bisschen Vorsprung zu Hülkenberg rausholen, auch zu Lando. Also nach hinten hin, glaube ich, haben wir den Platz abgesichert. Aber ich wollte natürlich noch ein bisschen weiter nach vorne. Und ja, das hat nicht gereicht bis jetzt. Wir müssen aber noch ein, zwei Runden locker durchhalten, denn obwohl, es ging eigentlich auch jetzt schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich machen soll von der Strategie her und auch generell so vom Rennen her. Ja, aber ich kündige jetzt mal den Boxenstopp an. Vielleicht ja, fährt ja einer von den beiden McLaren da drauf rein und wir machen so, beziehungsweise ja, können so ein bisschen auf den Overcut hoffen. Ist es nicht geworden? Ja, dann gehen wir rein. Ich probiere den Undercut gegen zumindest die beiden McLaren, aber ja, bei 4 Sekunden, bei knappen 5 Sekunden, bei über 5 Sekunden. Gut, ja, wird's
kann unmöglich werden, die mit einem Undercut zu holen. Das wäre natürlich, da müsste ich jetzt wirklich 5 Sekunden oder fast 6 Sekunden in dieser In-Lap schneller fahren. Ist die Zeit in unserem Auto drin? Ich denke nicht. Ich denke, glaube ich, kaum. Ja, da rutschen wir unfassbar. Ich wollte direkt aus der Box rauspushen und das hat gar nicht funktioniert. Da sind wir einfach nur fett am Herumrutschen. Wie zu erwarten sind wir, Alex Van Albon ist 2 Minuten hinter uns. Das finde ich eine interessante Sache. Also ich glaube, da gab es auf jeden Fall irgendwie einen Bug. Weil ich, ich habe nach Park für mich erst ausgetauscht, um nicht im Sprint schon die frischen Teile zu haben. Und ich glaube, deswegen gab es da auch einen Bug mit dem Park für mich und so weiter. Check the one, die ersten waren in der Box und wir sehen, es hat nicht funktioniert. Wir sind 2,2 Sekunden jetzt hinter Lance Stroll drin. Jack Doohan konnten wir ähnlich wie in, in Budapest überholen. Ist aber jetzt schon eher semi. Ja, die McLaren, der zweite, auf den könnte ich noch hoffen, auf Valtteri Bottas. Der ist jetzt in die Box abgebogen. Vielleicht mit etwas viel Glück könnten wir den wenigstens holen, aber es schaut mir auch nicht so aus, als ob wir gegen den eine Chance. Lance Stroll ist jetzt 2,3 Sekunden weg. Teamkollege ist jetzt in der Box, das ist okay. 2,5 Sekunden sind, sorry. Und da vorne ist er. Das ist Lance Stroll. Naja, es hat nicht ganz gereicht. Das ist wieder eine persönliche Bestzeit. Eine halbe Sekunde war mir schnell. Ich habe ordentlich ans Gas gedrückt. Aber Bottas ist sogar vor Stroll, jetzt dahinter Stroll. Weiße Reifen. Könnte funktionieren, dass wir den noch irgendwie bekommen. Aber ja, wir haben auch schon gesehen, die Pace ist so strong von den beiden. Und das reicht nicht. Wir sind jetzt 10 Sekunden vor Esteban Ocon. Also nach hinten haben wir noch mehr Zeit gewonnen. Aber nach vorne hin ist gar nichts mehr gegangen. Ich habe gepaced, was das Zeug hält. Aber es ist wirklich unmöglich, an denen aufzuholen. Die sind so stark, die sind wirklich, die sind von der Pace her auf einem ganz anderen Level wie wir. Und das macht mir halt noch mehr Sorgen, denn wenn die McLaren jetzt auch schon wieder viel besser sind und wir da generell noch zu weiter vorneren Spitze keine Chance haben, ja, da frage ich mich echt, wo das noch hin soll. Wir können uns kaum Upgrades leisten, weil wir kein Geld haben, um uns die einzelnen Stationen zu kaufen. Mann, das ist halt wirklich schwierig jetzt. Wir sind in einer blöden Situation von einem Team. Es ist halt wirklich, es fehlt vorne und hinten ein Geld, das wir einfach nicht haben. Und ja, entwickeln geht auch kaum irgendwas. Wir müssen wirklich auf Regeländerungen für die nächste Season hoffen, dass wir eventuell da was machen können. Das sage ich schon vor der Sommerpause. Das schaut mir bitter aus. Ich hoffe natürlich, dass wir in der zweiten Saisonhälfte noch ein paar wertvolle Punkte holen kann. Wichtig ist natürlich, dass ein Red Bull heute gewinnt und nicht Leclerc oder Sainz oder halt nicht Leclerc. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ja, beim permanenten Red Bull gewinnt, ist der halt unser nächster Rivale oder unser nächster engster Konkurrent und da kann ich jetzt auch nicht viel mehr dran machen. Wir verlieren ein bisschen Zeit auf Esteban Ocon, liegt aber auch dran, dass wir einfach viel früher in der Box waren wie die beiden hinter mir. Ja, dadurch haben wir jetzt in den letzten Runden 2 Sekunden verloren, 1,5, das ist ja ganz gut. Es sollten noch 3 Sekunden oder 4 werden, das ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, Valtteri Bottas konnte sogar zum Schluss hin des Teams, wo meine Reifen eingegangen sind, auf Stroll und auch all in all auf mich aufholen. Das ist interessant auf jeden Fall, das waren nur noch 3 Zehntel, die ihm da gefehlt haben. Es geht in die letzte Kurve rein, ja, wir gehen noch einmal in die Strecke, es ist egal. Und wir werden hier 8. Platz. Ja, ich muss sagen, ist okay, wir sind vom letzten gestartet. Es ist trotzdem ein bisschen ernüchternd, wenn du so knapp dran warst und dann trotzdem, ja, so eigentlich hardcore geschlagen wurdest, würde ich mal sagen. Für einfach die sind wir geworden, das freut mich natürlich. Aber ja, wir gucken uns natürlich jetzt mal die Siegerehrung an. Viele haben dran gezweifelt, ob dieses Team hier in Spa gewinnen kann, aber es wurde ein spektakulärer Sieg. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein.
Doppel-Red Bull-Podium, tolle Leistung der beiden, aber dass Leclerc Zweiter geworden ist, tut natürlich ein bisschen weh. Ich hole 10 Punkte all in all und verliere 14 in der Gesamtwertung. Lando Norris keinen einzigen Punkt geholt das ganze Wochenende, das ist bitter. Aber wir sind jetzt nur noch einen Punkt vor Sainz und 31 Punkte hinter Leclerc. Also wir müssen jetzt wirklich richtig, richtig den Turbo zünden, um ja wieder mal ein paar Punkte mehr zu holen. Wie der Junge, wir sind 210 Punkte hinten, also die Konstrukteurswärme, denke ich mal, wird noch gegen McLaren schwierig werden, denn die sind nur noch 50 Punkte hinter uns und haben heute wirklich eine Menge Polster auf uns gut gemacht. Ich habe 4 Punkte geholt und die mit dem 6. und 7. Platz haben alleine 8 und 9, also 17 Punkte haben die alleine geholt, also 7 Punkte allein im heutigen Rennen, also 8 und 7, das ist wirklich top. Ja, wir nehmen noch ein paar Einstellungen hier vor, aber für heute war es das mal. Ich freue mich dennoch. Ich meine, wir konnten wirklich ein Top-Rennen fahren. Der Sprint war jetzt eher, würde ich mal sagen, so von der Richtung bit dirty, aber sonst muss ich echt sagen, das Rennen hat unfassbar Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ja, falls ihr gern wollt, könnt ihr gern kostenlos abonnieren, noch nicht gemacht habt. Und ja, Strapazierfähigkeit geht auch nichts mehr upgraden. Wir können einfach nichts mehr upgraden. Das ist wirklich bitter. Und es geht näher in die Sommerpause. Dann geht's nach Sanford. Die ist auch cool, die Strecke. Da freue ich mich immer wieder drauf. Schaut gerne auf TikTok vorwärts-tobi noch gerne auf Instagram vorwärts-gaming. Und sogar das Rennen ist fehlgeschlagen. Nein, beide sind fehlgeschlagen. Links mal unten in der Bio. Und vielen, vielen Dank für euren Support. Falls euch meine Videos gefallen und ihr noch nicht habt, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo und auch gerne mit Daumen hoch freuen. Schaut, wie gesagt, gerne auf Social Media und auch auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Wir sehen uns hoffentlich morgen hier wieder oder später auf TikTok und ciao.